Moin, willkommen zurück bei Evil Gaming TV, wieder mit Kette und Crops, der Sonntagsfolge Nummer 16, müsste das sein? 14, 15, 16, 16, genau. Und wir wollen auf jeden Fall das Feld weiter abernten und hoffentlich richtig kassieren. Und nebenbei wollte ich euch mal fragen, was ihr davon haltet, wenn wir die Erscheinungszeiten der Folgen etwas verändern, dadurch, dass ich Probleme habe mit zwei Lizenzanfragen für Let's Plays, habe ich ein bisschen mehr Zeit und bin halt am Überlegen, ob ich vielleicht noch eine Folge die Woche rausbringe von CNC und vielleicht das halt ein bisschen Staffel. Dass dann zum Beispiel Mittwoch, Freitag, Samstag und Montag oder so eine Folge kommt, oder ich bin mir noch nicht sicher, so dass man das halt alle zwei Tage eine Folge bringt und nicht nur am Wochenende drei Stück dann hintereinander weg und dann eine ganze Woche gar nichts, dass man eine etwas größere Regelmäßigkeit hat. Oder ob ich das halt so beibehalten soll, ich weiß es nicht. Wenn ihr dazu was habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also mir würde es schon noch gefallen, mit einem Tag Abstand vielleicht und noch eine vierte Folge die Woche zu bringen. Donnerstag soll ja eigentlich FIFA kommen. Oh, der Trecker kommt schon. Und da könnte man vielleicht Mittwoch noch eine Folge CNC bringen oder so. Und dann bin ich halt am Überlegen, ob ich noch Armored Warfare bringe. So ein bisschen mit dem Clan, wo ich drin bin. Gucken, ob die Jungs damit einverstanden sind. Wäre auf jeden Fall auch was Interessantes. Und da ist es auch ziemlich einfach mit den Lizenzen. Vor allen Dingen, dass gleich im Launcher die Funktion zu streamen und die Videos für YouTube aufzunehmen gleich integriert. Also ja, das sollte wohl nicht so das Problem sein. Ja, und wäre auch schon die Woche fast ausgelastet. Ein bisschen Zeit brauche ich auf jeden Fall für Vorbereitung von Videos und zum Hochladen, weil meine Internetleitung ist leider ziemlich miserabel. Ein Video hochzuladen dauert im Schnitt so 3 bis 4 Stunden. Boah, der Freiraum, das wird eigentlich ganz gut passen. Habe ich 2 Tage, um Videos zu produzieren und die dann halt entsprechend immer hochzuladen. Da brauche ich ja nicht zwangsweise bei zu sein. Wird eigentlich ganz gut passen von der Zeit her. Ja. Und jetzt müsste eigentlich der Anhänger voll werden, da bin ich echt gespannt, wo er das hinbringt. Also in den Patch Notes hat man ja gelesen, dass das am Hafen verkauft wird und halt hinten in unserer Scheune abgekippt wird. Ich habe wieder 5 Nachrichten. Fütterung, XP, XP, XP. Und wir sind schon Level 4. Jetzt wäre es nur schön, wenn man dann was damit machen kann. Ich glaube, das wird irgendwann so ein Überraschungsupdate, dass dann plötzlich so Skill-Möglichkeiten oder sowas dazukommen, so ganz spontan. So zwischen den normalen Updates. Bei den Deutz. Ne, das Gewicht. Das Gewicht oder Deutz? Irgendeinen hatten sie doch mal so ziemlich spontan einfach reingeworfen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das dann irgendwann mit sowas machen. Oder jetzt einfach mal spontan so einen Trecker raushauen, das wäre auch geil. Gibt ja oft die Spekulation, dass irgendwann jetzt die, oh Gott, 1500er MB-Truck-Variante kommen soll. Dass das auch so ein reingeworfenes Überraschungsupdate ist.
Was natürlich auch geil wäre mit den Anhängern, weil wenn man ein bisschen mal nachforscht, zu den Anhängern gehört eigentlich noch ein Zweiachser, ein Tandem. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie das heißt. Also dass vorne die Deichse, glaube ich, heißt das. Ja, die Deichse, mit einem eigenen Lenkkranz gehört da noch irgendwie zu. Eine, dass du dann halt mit zwei Anhängern fahren kannst. Weil von denen kann man zwar zwei Stück aneinander anhängen, das habe ich schon mal so ausprobiert, aber das sieht auf jeden Fall falsch aus. Sieht nicht so richtig aus. Und dann hatte ich halt in meinem Internet geguckt, wie gesagt, das ist, eigentlich gehört zu denen noch ein zweiter Anhänger, der dann halt hinten hinterkommt. Gucken, ob sie den auch irgendwann so als Überraschungsupdate reinwerfen, wäre natürlich auch geil. Boah. Ja, beim Bremsen erstmal gleich einfach einsackt. Das ist echt immer kurz vorm Festfahren, mehr oder weniger. Gerade hier mit dieser leichten Steigung. Und dadurch, dass die Schneidwerksvario noch nicht so ganz funktioniert. Da fehlt irgendwie noch ein Sensor. Haben die nicht drei Sensoren? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben ursprünglich drei Sensoren gehabt. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Guckt euch mal das an, wie er da beim Bremsen und Anfahren gleich erstmal so ein paar Zentimeter nach unten rutscht. Übel. Ich habe mal ein bisschen geguckt, also es gibt ja so einen Getreidetrocknungs so ein Messer, der die Feuchtigkeit vom Getreide erfasst. Und wenn man halt zu nasses Getreide erntet, muss man sogar eine Strafe bezahlen für die Trocknung vom Getreide oder man muss es halt selber trocknen. Bin ich mal gespannt. Also ich glaube, sowas wollen sie auch einführen, dass man das dann halt erst in sein Silo bringen muss, damit das da getrocknet wird oder man halt weniger Geld kriegt. Aber jetzt demnächst ist ja wieder Frage-Antwort im Forum. Da müsste man die Frage eigentlich mal stellen, ob das berücksichtigt wird. Aktuell habe ich ja die Frage drin, wie das aussieht mit dem dynamischen Boden. Ob jeder Untergrund irgendwann dynamisch wird. Sprich Wiesen, Feldwege, Kiesuntergrund oder wenn man irgendwo Getreide hinkippt, ob sich das auch dynamisch verhält, wenn man da mit dem Radlader zum Beispiel drauf fährt oder so. Bin ich mal gespannt, was da die Antwort ist. Also auf jeden Fall hat das Ding einige Likes gekriegt und wird vermutlich mit in der Frage-Antwort drin sein. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. So, wo ist mein Helfer? Mal suchen. Hier nicht, hier nicht. Ah, er hat es verkauft. Haben wir jetzt Geld dafür gekriegt? Ja. Es ist echt nicht viel, aber wie viel Tonnen? Da steht nicht, wie viel Gewicht. Ein Liter. Ich glaube, der aktuelle Getreidepreis für Weizen haben wir, glaube ich, gerade, ne? Für Weizen nicht bei. Ich guck mal kurz. Boah, 109 Euro. Uff. 109 Euro pro Tonne. Hat der Anhängerladung ungefähr
10 Tonnen gewogen. Pro Ladung 1100 Euro. Puh. Das ist heftig. Das sind ein bisschen andere Preise und Verhältnisse zu anderen namhaften Simulatoren. Da müssen wir. So. Ein paar Felder auf jeden Fall bewirtschaften. Da kommt der Helfer endlich. Das sind echt ziemlich abgesagt. Das wird gleich interessant. Beim Anfahren. Wie einfach das Wasser noch zwischensteht. Nun komm. Seht zu. Nicht den ganzen Tag sein. Schon 33 Minuten hier sein. Okay. Ich glaube, ein oder zwei Minuten habe ich zwischen den beiden Folgen noch verschenkt. Aufnahmeprogramm beenden, starten, Klopause, ja, so zwei, drei Minuten habe ich, glaube ich, dazwischen verschenkt. Guckt euch mal die Animation an. Seht ihr das Getreide, wie das da runtergerutscht an der Seite? Hammer! So, hoffentlich fliegen wir jetzt nicht gleich auf. Ich habe so eine ganz dumme Befürchtung. Ja, er bockt sich auf. Na toll. Ah, er schiebt sich ein bisschen vor. Schneidwerk im Arsch. Ja, jetzt geht's. Okay, also nasse Felder sollte man vermutlich in Zukunft meiden. Wie lange haben wir auf der Uhr? 13 Minuten. Was? Könnte eng werden im Feld. Eigentlich wollte ich das noch fertig machen. Mal ganz ehrlich, wenn man diese Wälder hier überall anguckt, da kommt für mich die Frage auf, kommt irgendwann Forstwirtschaft? Wird es das als Wirtschaftszweig geben? Also ich finde, das schreit quasi danach. Alleine um später weitere Felder zu erstellen, weil prinzipiell gibt es ja sonst keinen Platz für die Felderstellung. Sie ist aber schon im Menü vorhanden, nur halt noch ausgegraut. Platz ist ja hier nicht wirklich. Platz für Spekulationen auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass ich mir so eine Map eigentlich mal wünsche, wo man wirklich mit nichts mehr oder weniger anfängt und sich dann komplett hocharbeiten muss. Also Felderstellung selber machen, Bäume dafür fällen,
Baumstümpfe entfernen. Das ist so mehr oder weniger dann das erste Geld, was man hat. Lässt dann von Helfer, vom Lohnunternehmer die Bäume abholen, die dann halt das erste Geld bringen. Man holt sich den ersten alten Traktor mit ersten alten Pflug und sowas, so die gebrauchten Grundgerätschaften irgendwo, die eigentlich überall anders schon ausrangiert werden, aber wir benutzen sie und dann legt man los. Also ich hoffe, dass sowas, so eine Map irgendwann mal kommt. Das habe ich mir schon bei LS immer gewünscht, aber die Möglichkeiten sind da ja diesbezüglich teilweise nicht so toll gewesen. Da musste man sich ja zwangsweise die Maschinen mehr oder weniger immer kaufen. Also konnte man halt nicht mit nichts anfangen. Sind hier halt deutlich andere Möglichkeiten gegeben. Ach man. Sekunde zur Seite geguckt und schon fährt man wieder zu schnell. Warum benutze ich nicht einfach den Tempomat? Ach, wir können ja noch mal was gucken. Das gibt's ja, ist ja zwar schon vorhanden, aber noch nicht automatisch. Zack! So, jetzt sieht doch mein Sprechen ein bisschen aus. Als wenn wir hier auch wirklich in der Matschepampe unterwegs sind. Oder? So ist doch schon viel besser. Sieht doch viel authentischer aus. Das könnten sie eigentlich auch als nächstes mal einfügen, dass das Drecksystem, Schmutzsystem richtig funktioniert. Aber da sind sie auch dran. Schmutzsystem und Tanken und sowas. Das ist wohl kurz vor der Fertigstellung laut Timelines, glaube ich. Das könnte vor dem Gras-Update noch kommen. Helfer, Attacke. Wir haben doch keine Zeit. Schaffe ich das Feld wieder nicht komplett. Und der sagt auch ganz schön ein. Guckt euch das mal an. Alter Schwede. Ich glaube, da werden wir richtig unsere Freude gleich oder später dann auffällt. Haben. Das ist ja immer so super nass. Oha. Da wollte ich eigentlich den ganz großen Anhänger für holen. Habe ich eigentlich gedacht. Oder was haltet ihr davon hier? Wo ist er? Den Dolly und den 50 Kubikmeter Anhänger für 60.000. 60, 70, 75.000 wären das. Den wieder verkaufen. Und was ich überlegt habe, wo ich mir halt unsicher bin, wo ihr die nächsten Tage gerne in die Kommentare reinschreiben könnt, was ihr davon haltet, dass wir den Klaas verkaufen. Den... Hey, warum habe ich denn jetzt zwei im Besitz? Gehört... Nee, der gehört mir nicht, der wird wieder entfernt. Dass wir den verkaufen, sofern wir die hier nicht behalten. Aber ich glaube nicht, die werden wieder rausgenommen. Das wäre zu übertrieben. Also die, den hier quasi dann verkaufen, den großen Anhänger und Dolly und uns den Deutz dazu holen. Ich glaube, das müsste reichen. Das müsste theoretisch reichen, dass wir uns dann halt einen zweiten Deutz holen und den großen Anhänger hier mit Dolly. Sollte nichts in den Kommentaren stehen, werde ich es halt selber entscheiden, aber ja.
würde mich interessieren, was ihr davon haltet, auf jeden Fall. Ich würde natürlich sehr gerne, ehrlich gesagt, den Class verkaufen und auf Deutsch dann gehen, komplett. Dass wir nur die deutschen Zugmaschinen haben dann irgendwann. Ich hoffe, dass davon bald die kleineren, vielleicht ein kleines Modell noch eingefügt wird mit Frontlader. Aber bezweifle ich ehrlich gesagt. Wenn nicht die ganzen Maschinen vor Release raushauen. Oder Mod wäre natürlich auch nicht schlecht, dass die ersten Traktoren mal kommen. Mit der Mod-Vorstellung haben sie ja schon mit dem Tutorial angefangen. Erste Folge gibt es ja schon. Und ich bin der Meinung, dass die ersten großen Modder auch schon fleißig dabei sind. Also ich habe da schon was verlauten hören, dass da so die ein oder anderen Traktoren kurz vor der Fertigstellung sind. Ja. Mal abwarten. Und wie ich sehe, ist die Folge auch schon wieder am Ende. Wie gesagt, schreibt gerne mal in den Kommentaren, was ihr meint, ob wir den großen Class verkaufen sollen oder nicht. Und ja, gerne könnt ihr einen Daumen da lassen und ein Abo, würde mich auch riesig freuen und würde mich auch super unterstützen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao!